Das Theremin ist ein elektronisches Instrument, das vom Musiker komplett ohne körperliche Berührung gespielt wird. Es wurde 1919 von dem russischen Physikprofessor Leon Theremin erfunden. Im Deutschen wird es auch Ätherwellengeige und Ätherophon genannt. Ein Tongenerator, der auf dem Prinzip des Schwebungssummers aufgebaut ist, reagiert über eine Antenne auf die elektrische Kapazität irgendeiner Masse, zum Beispiel auf die Hand des Musikers. Zusätzlich kann es auch auf die Körperbewegungen von Personen, die sich in der Nähe befinden, reagieren. Daher muss der Instrumentalist genügend Abstand zu anderen Instrumentalisten haben. Das Theremin wird durch den Abstand beider Hände zu zwei Antennen gespielt. Hierbei verändert die rechte Hand die Tonhöhe und die andere Hand die Lautstärke und gibt den Toneinsatz. Es zählt jeder Millimeter beim Abstand der rechten Hand zur Antenne. Am leichtesten ist es, wenn man mit dem Zeigefinger auf die gedachten Noten zeigt. Je näher die linke Hand an die zweite Antenne kommt, desto lauter wird der Ton. Schlägt man mit der linken Hand nach unten, so wird der Ton unterbrochen. Mit etwas Übung kann man sogar ein Vibrato spielen, indem man mit der rechten Hand vorsichtig zittert. Das Theremin kann einen Tonumfang von 9 Oktaven erreichen. Vom Klang erinnert es an eine singende Säge und in hohen Lagen an einen Sopran, vor allem wenn mit Vibrato gespielt wird. Es gibt auch Sonderformen von Theremin. Zum einen gibt es Theremins, bei denen die Lautstärke gleichbleibend ist. Dafür gibt es dann zusätzliche Pedale, mit denen man die Lautstärke ändern kann. Es gibt auch sogenannte Fototheremins. Diese arbeiten mit Fotoelementen und reagieren auf Schwankungen der Helligkeit. Diese Geräte sind meist kleiner und sie werden gelegentlich bei Auftritten von Techno-DJs genutzt. Ein Terpsiton ist eine weitere Sonderform von Theremins. Es hat vergrößerte Antennen, sodass man es durch Tanzen spielen kann. Das Theremin wurde vielfältig eingesetzt. Es wurde oft für Filmmusik verwendet. In Hollywood wurde das Theremin besonders für die Darstellung außergewöhnlicher psychischer sowie übernatürlicher Zustände verwendet, so zum Beispiel in Spellbound, aber auch im Film Charlie und die Schokoladenfabrik von Danny Elfman in 2005. Aber auch in der modernen Rockmusik und in modernen Metalbands findet das Theremin Anwendung. Es wird auch manchmal in Musiktheater eingesetzt. Eine der bekanntesten Virtuosen auf dem Theremin war Clara Rockmore, die von 1911 bis 1998 lebte. Thank you.
Ein dem Theremin sehr ähnliches elektronisches Instrument ist das Ondes Martinot, welches 1928 von Maurice Martinot gebaut wurde. Es wurde, angeregt durch ein Treffen mit dem Erfinder des Theremin, Leon Theremin, im Jahre 1923 erfunden. Wie auch das Theremin beruht das Ondes Martinot auf dem Prinzip des Schwebungssummers, dessen Klang mit elektronischen Filtern verändert werden kann. Das elektronische Tasteninstrument verfügt über einen Tonumfang von 7 Oktaven. Auf früheren Versionen des Instruments diente die Tastatur allein zur visuellen Orientierung, damit man die Tonhöhe besser bestimmen konnte. Dies geschieht mit der rechten Hand, während die linke Hand die Lautstärke und die Klangfarbe beeinflusst. Von früheren Instrumenten der elektronischen Musik gilt es als dasjenige, das am meisten Verbreitung gefunden hat. So bekam das Ondes Martinot bereits zu Beginn die Anerkennung zahlreicher Komponisten, darunter Arthur Honegger und Maurice Ravel. Außerdem wurde es auch in der Filmmusik, zum Beispiel in den Film Ghostbusters und die fabelhafte Welt der Amelie, eingesetzt. Und selbst in der Popmusik wurde es von Musikern wie Brian Ferry benutzt.